Einen wunderschönen guten Tag auf Mystica TV. Heute geht es um Bewusstsein, um Schamanentum und transpersonale Psychologie, um die Verbindung Körper, Geist, Seele, um Mythen und vieles mehr. Darüber und über vieles mehr hat auch mein heutiger Gast sehr viel geforscht und selbst erfahren. Ein Mensch mit einem unglaublichen Wissen. Und ich bin ganz froh, dass er hier ist. Ich grüße dich, lieber Jörg Fuhrmann. Hallo. Ja. Hallo Thomas, freue mich hier zu sein. Ja. Ganz toll. Ja. Bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja. Ich war ganz erstaunt, was du alles erfahren und erlebt hast. Ja, machen Sie sich auf eine spannende Reise gefasst auf Mystica TV. Ja, die Reise der Seele, die Reise des Bewusstseins. Du hast dich mit unglaublich vielen Therapien und Methoden und körperlich, geistig, seelischen Themen beschäftigt. Ja. Und im Grunde bist du sowas auch wie ein moderner Schamane, habe ich das Gefühl. Bei Schamanen heißt es ja oft, ein wirklicher Schamane wird durch eine Schamanenkrankheit dazu berufen und erkennt dann erst, was los ist. Mhm. Und wenn ich mir deinen Lebenslauf so ansehe, habe ich das Gefühl, du hattest mehrere Schamanenkrankheiten. Mhm. Und dein Name ist schon faszinierend. Jörg Fuhrmann, der Kutscher. Ja. Was steckt hinter diesem Namen? Ja, da steckt auch eine etwas tragische Geschichte dahinter. Familiär, also da bin ich also erst recht spät drauf gekommen, oder überhaupt meine Familie, dass einer meiner Urgroßväter ist im Ersten Weltkrieg an der Front gefallen und mein Großvater ist im Grunde als Waisenkind aufgewachsen, weil kurz nach der Geburt seine Mutter auch noch gestorben ist. Und dann hat man ihm quasi seinen eigenen, sein Erbe quasi enteignet und hat ihm dann einen anderen Namen zugeschrieben. Das heißt, wir mussten also als Familie irgendwann eine Entscheidung treffen, dass wir diesen Namen behalten wollen, der ja unser Name war. Mhm. Und das hat sehr viel auch mit mir gemacht, so dieser ganze Prozess, so auch innerlich, das überhaupt zu realisieren, was da passiert war. Kann ich vielleicht nachher nochmal mehr zu sagen, weil das transgenerative Thema ist ja ein Riesenthema. Mhm. Hat auch viel mit Schamanismus zu tun, wie ich finde. Und für mich hat der Name die Bedeutung, dass er ist einfach ein Spiegel für das, was ich tue. Ich sag mal, ich bringe Leute von A nach B oder auch C hoch 2. Ja, also, dass es darum geht, jemanden zu begleiten, zu assistieren. Vielleicht das Gefährt hier und da mal ein Stück weit zu lenken. Aber der Fahrgast sagt in der Regel, da geht's lang. Also da möchte ich hinkommen. Also ohne Auftrag fährt der Kutscher bekannterweise nicht los. Mhm. So, und und durch tiefe Themen, ja. Also genau. Es sind so nicht so ein bisschen Gefühle fühlen und so, sondern richtig tiefe Krisen zum Teil. Genau, also. Wenn du Menschen begleitest. Genau, diese Prozesse sind schon so im alten schamanistischen Sinne des Psychopompos, also des Seelengeleiters. Das sind schon Prozesse, die labyrinthartig in die Tiefe führen, wo ich mit Leuten arbeite. Ich bin da auch im Krisennetzwerk von Grove tätig, Spiritual Emergence Network, wo Leute in spirituellen Krisen also adäquate Unterstützung bekommen können, die nicht sofort irgendwie stigmatisierend ist und labelnd. Mhm. Ne? Mhm. Und aber grundsätzlich müssen es jetzt gar nicht so existenziell Megakrisen sein, sondern es können auch alltägliche Dinge sein. Die Prozesse sind aber immer ähnlich. Mhm. Und das finden wir auch in der Mythologie sehr stark, zum Beispiel bei Joseph Campbell und anderen Mythologen, diese Strukturmodelle. Oder Frobenius zum Beispiel, der hat da von der Nachtmeerfahrt gesprochen. Campbell sprach von dem Monomythos. Genau, die Heldenreise, ja. Genau. Das ist so das Spannende, was ich bei der Recherche bei dir so festgestellt habe. Es ist eben alles schon da gewesen. Mhm. Und es sind uralte Erlebnisse von Menschen, die sie dann irgendwann in Mythen aufgeschrieben oder erzählt haben. Ja. Und diese Mythen und Sagen und Legenden sprechen eben über wirklich seelische Zustände. Genau. Das ist schon faszinierend. Und was mich sehr interessiert oder fasziniert hat, ich glaube, da habe ich was mit der Vivian Dittmar gemeinsam, dass in all diesen Kulturen rund um den Globus
die ähnliche Chiffren gefunden haben. Mhm. Die sind kulturell natürlich sehr geprägt und kulturell sehr kodiert. Und die Rituale haben natürlich auch die Symbolik oder die Struktur, wie es quasi in dieser Kultur machbar ist oder passend ist. Genau, verständlich, was die Sprache ist und die Farben. Ja, so ganz banal. Ja. Ne? Also in Südamerika hat man zum Beispiel vor allen Dingen Rasseln benutzt für einen Klangteppich, einfach weil es da auch sehr feucht ist. Mhm. Und Trommeln da im Grunde bei derselben Klima auch schwierig sind. Ah ja, okay. Ja, ja, genau. Also in Regenwaldgebieten meine ich jetzt gerade. Ne? So, und das ist auch immer mit dem in den Mythen, wie das so ist in alten Kulturen. Das Gute oder das Böse kommt von da oder von da. Das hat immer auch was mit den regionalen Begebenheiten zu tun. Aber in diesem Container, kann man sagen, findet man Extrakte oder Essenzen, die findet man überall. Sehr spannend. Ja, und da gab es ja verschiedene auch Untersuchungen, zum Beispiel von Rätsch und Müller-Eberling. Die haben ja auch Sachen gemacht mit Schamanen von Ost und West und so weiter, wo die dann auch untereinander sich ausgetauscht haben über diese Chiffren und sehr schnell d'accord waren. Mhm. Oder die Priester des Dionysus im Gefolge von Alexander dem Großen, als der in Indien einmarschiert ist, die haben ja im Shiva-Priester, in den Sadhus auch direkt erkannt, dass sie die gleichen waren. Mhm. Ja, also prinzipiell. Ja. Ne? Die einen hatten Dionysus, die anderen Shiva. Aber da ist eine hohe Deckungsgleichheit von der Art der Qualität, die der da verkörpert und die da beschrieben ist und die in den Ritualen auftauchte. Mhm. Und das hatten wir hier auch. Also das wäre dann wahrscheinlich Wotan Odin gewesen. Mhm. Das ist uns halt abhandengekommen. Ja, ja. Ich meine, die Griechen ist auch abhandengekommen, aber das ist halt Teil dieses Entkulturationsprozesses und Eroberungsprozesses gewesen. Mhm. Ja. Oder auch bei der Kirche weiß man ja, dass viele Rituale eigentlich uralt sind und übernommen wurde, verändert wurde, andere Namen bekommen haben und so weiter und so fort. Ja, Stichwort Dionysus, ne? Ja, genau. Ja. Hängt am Pfahl, ne? Genau. Du sprichst nicht nur aus der Theorie, du warst in mehr als 20 Ländern, bist auf einem praktischen Übungsweg, wie du es nennst, hast unglaublich viel gelernt, warst unter anderem lange bei Willeges Jäger, Stanislav Grof und Claudio Naranjo und vielen, vielen mehr. Mhm. Aber wollen wir mal zurückgehen. Ja. So, ich glaube, der Beginn bei dir war eine Nahtoderfahrung in der Kindheit. Ja. Ja. Was ist da geschehen? Naja, also das ist mir, glaube ich, erst mal im Gespräch mit Pim van Lommel damals recht deutlich geworden, dass die erste Nahtoderfahrung wahrscheinlich schon die war. Und das betrifft ja viele Menschen. Also würde ich vielleicht gerne mal an alle jetzt so sagen, die auch zuschauen. Also wenn wir jetzt hier über mich exemplarisch reden, ist das jetzt gar nicht so interessant insofern, dass ich jemand ganz Besonderes bin, sondern es ist so, insofern finde ich sehr interessant, dass es auch wieder eine Art Chiffre sein kann, damit du selber was erkennen kannst bei dir. Und es gibt Millionen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie die ich jetzt hier vielleicht beschreibe. Ja, ja, und tolle Botschaft, finde ich gut. Ja. Und das hat der Pim mich damals so, da hat er mich so drauf gestoßen. Also die erste Erfahrung war wahrscheinlich diese, ich bin eine Frühgeburt. Und wenn man also im Geburtsprozess bestimmte Erfahrungen macht, die hat Grof ja auch beschrieben, zum Teil auch als Tod- und Wiedergeburtsprozesse, dann hat man wahrscheinlich in seiner Matrix, kann man sagen, oder Lebensmatrix oder in seinem Lebenscode, hat man schon so eine gewisse Chiffre drin. Mhm. Ich erlebe das mal wieder mit Menschen, die dann Erfahrungen gemacht haben im Geburtsprozess und wo im Leben sich das immer auf eine symbolische oder teilweise auch sehr konkrete Weise wiederholt. Hatte gerade wieder eine Frau da in der Einzelarbeit, da war so das Thema Nabelschnur um Hals und in diesem Prozess, wo es eigentlich rausgehen soll, ging es nicht vor und auch nicht zurück im Geburtskanal, weil jedes Vor war quasi gleich wieder die Strangulierung und das ist Lebensbedrohliche. Mhm. Und das ist ja ein Zustand großer Hilflosigkeit und Ohnmacht. Das auch im täglichen Leben sich dann immer wieder zeigt, bei gewissen Themen, wo man vorausstreben will und dann auch genau das zum Beispiel zurück. Oder ganz konkrete Ereignisse, wo man dann im Schwitzkasten genommen wurde, auf dem Spielplatz oder gedöppt wurde oder vielleicht sogar überfallen wurde, wo einer einem an die Gurgel gegangen ist. Ja, es können ganz viele
Situationen sein, die das quasi wieder auf eine gewisse Weise reinszenieren. Und dann, wenn man dann auf einmal einen Raum öffnet für transpersonale Erfahrungen, die also über das Alltags-Ich-Bewusstsein hinausreichen, dann kommen auf einmal möglicherweise auch, habe ich oft erlebt mit vielen Leuten in der Einzelarbeit auch, Bilder von irgendwie gehängt werden, Würgeschlange um Hals oder sowas halt, ja. Wenn ich da mal nachfragen darf, ist es eigentlich aus deiner Sicht immer so, dass das ein Trauma ist, das die Seele dann immer wiederholt in der Hoffnung, das zu lösen? Oder ist da manchmal auch eine Botschaft dahinter für die Seele, das wird jetzt einfach dein Thema sein, dir das immer wieder von allen Seiten anzuschauen? Ja, ich glaube, das ist nicht entweder oder, ich würde sagen, das ist sowohl als auch. Ja, ja. Okay, spannend. Ja, und meine Erfahrung eben ist die mit diesen Erfahrungen, also jetzt spricht dieser Frühgeburt, und das war dann in den 70ern ja so ab in den Kasten und kein Kontakt, ne? Also isolationshaft, was ja für ein Säugling katastrophal ist. Das weiß man ja heute auch. Ja. Ne? Das waren noch so die Nachwehen von Johanna Hara, würde ich beinahe sagen, ne? Diese NS-Pädagogik, Kind nicht berühren, obwohl das eigentlich schon aus dem Behaviorismus kam, das haben nicht die Nazis entwickelt, sondern das kam schon von Watson aus dem Behaviorismus. Mhm. Kind nicht anpacken, nur formell grüßen, wenn es schreit, schreien lassen. Und da sind natürlich also massiv auch Bindungstraumatisierungen durch entstanden, durch so eine Art von Pädagogik, die da empfohlen wurde. Oder überhaupt Kindsfürsorge. Mhm. Und das ging bis in die 70er, 80er Jahre rein, dass dieses Buch auch vertrieben wurde zum Beispiel. Und ich glaube, das hat für mich so eine Grunderfahrung gesetzt und alles, was danach folgte, also diese eigentliche Nahtoderfahrung, an die ich mich konkret erinnern kann, ist eben halt, wo du nachgefragt hast, ist eben dieser Sturz in einem Rohbau eine ganze Etage runter in ein Kellerloch. Und das ist, das war eine Erfahrung einfach, ich meine, man läuft da irgendwie lang und irgendwie Pam, ne? Also einen Moment später bist du voll raus, ja. Also du wirst komplett aus dem Leben rausgerissen und ich habe diesen Aufprall gemerkt, aber irgendwie keinen richtig, also soweit ich das erinnere, keinen Schmerz gehabt. Habe zwar geschrien irgendwie, aber ich war wie in diesem Tunnel drin und habe da auch irgendwelche Gestalten gesehen. Und dann war weg, also ich kann gar nicht sagen, wie lange das ging, aber das war wie so ein Blackout dann. Und dann kam ich irgendwann wieder, das war dann im Krankenhaus, wo das dann losging mit der OP. Mhm. Davon habe ich die Narbe heute noch da. Mhm. Und dann sagten die, wir spielen jetzt Verstecken und legten dieses Tuch drüber, das Grüne mit dem Schlitz, wo das dann zum, ne? Und da bin ich dann raus und habe das alles wie von außen gesehen, habe meinen Vater da stehen sehen und so weiter. Und das war einfach so im Kern so diese Erfahrung. Das, was hinterher dann geblieben ist, ist eine enorme Sensitivität. Mhm. Und das haben ganz viele Menschen, die Trauma erlebt haben, ich würde vielleicht sogar sagen alle, haben in der Regel eine enorme Sensitivität, entweder für bestimmte Aspekte oder für bestimmte Sinneskanäle. Dafür sind andere eben häufig auch komplett weggeblendet. Ja, das ist dann leider auch eine Folge. Und bei mir war das dann so, dass ich alles Mögliche wahrgenommen habe, eigentlich kaum noch in der Lage war, in der Schule und so weiter da zu partizipieren, weil ich ständig immer irgendwie so zu viel mitgekriegt habe und dann weg war. Warst du eher so ein ganz ruhiger, der einfach alles wahrgenommen hat, oder warst du auch sehr beweglich? Nee, ich war ziemlich ruhig. Dann habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass ich das wie ein Stück weit hervorrufen konnte oder einladen konnte, dass ich immer wieder mir so eine Frage gestellt habe, weil ich bin in dieser Zeit auch sehr häufig mit dem Tod konfrontiert worden, durch familiäre Todesfälle, viele durch Krebs und ich würde heute vermuten, ein Großteil auch durch die Behandlung, wie sie damals gemacht wurde. Und das hat mich auch sehr, sehr geprägt einfach, dann immer wieder da am Friedhof stehen, da ins Loch gucken und da stellt man, also in dieser Kombi stellt man dann sich einfach als junger Mensch andere Fragen. Ja.
Also ganz existenzielle Fragen, die andere sich vielleicht erst mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17 anfangen zu stellen oder vielleicht auch manche nie oder nur, wenn sie in schwere Krisen reinkommen. Und ich war dann ja selber in meiner Jugend und Kindheit 14, 15 Mal im Krankenhaus noch und von daher hat sich das dann auch wieder alles immer so auf eine gewisse Weise reaktualisiert. Und das ist vielleicht schon so ein Teil dieser Prüfung in Anführungsstrichen gewesen. Mhm. Ja. War diese erste Nahtoderfahrung auch sowas wie eine Initiation? Also hat es dir sozusagen das erste Mal die andere Ebene des Seins gezeigt und ist dadurch auch so ein kleines Grundvertrauen entstanden oder nicht? Initiation im Sinne von, wenn es darum geht, den Kanal aufzumachen, ja. Grundvertrauen würde ich jetzt sagen, nein. Und es war auch eher in dem Moment für mich eher ein Fluch. Mhm. Weil ich war, wie gesagt, einfach die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen den ganzen Infos, die mir so reinkommen. Ja? Ja. Und dem einfach nur in der Welt sein wollen, ja, mit den anderen. Ganz normal sein wollen, ja. Und völlig überfordert, ja, weil ich auch kein Umfeld hatte, sag ich mal, wo das irgendwie hätte Thema werden können. Ja. Und meine Eltern haben mir zum Glück einige Sachen ermöglicht. So bin ich zum Beispiel sehr früh damals zu unserem Hausarzt gekommen, der so ein alter Landarzt war, der sogar noch nach Hause fuhr zu den Leuten immer und so. Und bei dem habe ich sehr früh Hypnose gelernt. Der hatte so eine wöchentliche Gruppe, wo man sich da einmal Mittwoch, ich glaube Mittwochs war es immer, 2 Stunden abends so traf. Und da bin ich irgendwie irgendwie so ein Jahr oder fast 2 Jahre, irgendwie anderthalb, bin ich da immer wieder hingebracht worden, habe da eben Hypnose gelernt. Ja. In welchem Alter so ungefähr? Ja, das war so 7 ungefähr. Wow, mit 7 schon. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist ja schon sehr jung. Ja, verschiedene Sachen, so progressive Muskelentspannung, ja, und so, ja, ein paar Achtsamkeitssachen haben wir schon gelernt auch und so. Und das hat mir schon auch ein Stück weit geholfen. Mhm. Dass da mal irgendwann für mich eine Profession draus würde, in der Richtung hätte ich natürlich damals auch nicht gedacht. Und das ist dann auch irgendwann wieder ein Stück weit zugegangen und ich musste mir das später wieder zurückholen. So, ja. Genau, du hast geschrieben, ja, dass ich glaube, irgendwann im Alter von 20 Jahren bist du dann einem Meditationslehrer begegnet, der, ja, dir so ein bisschen genauer gezeigt hat, ja, was das für Bewusstseinszustände sind. Genau, ja. Ja, das war so Mitte Anfang, Mitte 20. Mhm. Da würde ich heute sagen, der hat meine Not erkannt oder meine transzendentale Obdachlosigkeit, wie ich das immer nenne. Ja. Schön gesagt. Ja, und ja, ich habe ihn aber auch erkannt. Und das ist total wichtig. Ja. Also du kannst ja neben Buddha 2.0 oder ne, an der Brottheke stehen oder ja und da dein glutenfreies Brötchen kaufen. Genau, und erkennst den nicht. Ja, und denkst gleich, was ist das für ein Penner und gehst raus. Ja. Im schlechtesten Fall. Genau. Ja. Und wenn es gut läuft, dann ist da diese Resonanz. Also du hast einfach gefühlt, okay, das ist der Richtige. Ja, das war sofort am Brennen. Ist es dann schon ein Guru-Schüler-Lehrer-Verhältnis? Ja, ja. War so, ja. Schön. Ja. Aber ganz konventionell. Also nicht so autoritär und so, sowas? Nee, hat auch nichts mit Geld zu tun. Mhm. Das war einfach so ein Austausch. Mhm. Ja. Schön. Ja. Ja, und dann hat dich das Forschen nicht mehr losgelassen. Stimmt, ja. Ja. Ja, wenn durch ihn bin ich dann damals auch auf den Grof gekommen. Ja. Und vielleicht 2 Worte über Stanislav Grof. Er ist ein Psychiater, ursprünglich aus der Tschechei. Mhm. Der hat dann quasi noch hinterm eisernen Vorhang damals die Möglichkeit gehabt, mit LSD zu experimentieren. Und das wurde dann halt irgendwann dort schwierig und aufgrund der Verhältnisse zu der Zeit. Und dann ist er eben in die USA emigriert, hat dann seine paar tausend Sitzungsprotokolle in der Tasche gehabt, wie er sagt, und das war's. Und damit ist er dann da drüben angekommen und hat dort die Forschung dann weiter betreiben können. Und bis das dort eben verboten wurde. Und hat dann später mit seiner Frau Christina das holotrope Atmen entwickelt. Das ist eine Technik, wo der Atem beschleunigt wird. Aber es ist nicht nur einfach eine Atembeschleunigung, wie viele immer denken, sondern es ist ein ganzes Setting, wo ein bestimmter Rahmen ist, wo eine bestimmte Begleitung ist, die auch ausgebildet ist, fachlich entsprechend, das leitet. Wo im Beisitzer ist, es gibt ja viele Konzepte, wo sowas gemacht wird ohne Begleitung, ja, als Beisitzer, die 50 Leute wie die Fischstäbchen im Raum. Genau.
und passiert allerhand und wird hinterher nicht integriert. Ja. Habe ich das total wichtig, dass du das betonst. Massenhaft Leute. Es gibt auch auf YouTube Videos wie, How to do it at home. Ja, oh Gott. Ja, ohne Begleitung. Ja, ganz schlecht. Und dieses holotrope Atmen, da brauchst du eben keinen LSD mehr, keine Substanzen, sondern kannst es wirklich selbst so Prozess erleben. Genau, also ich würde sagen, es ist mit die progressivste Form von transpersonaler Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und es führt schon, also es kann schon in substanzähnliche Zustände führen. Ich habe das mehrfach erlebt, dass es, wo ich sagen würde, es war stärker als Ayahuasca oder als andere Dinge und die ich erlebt habe. Ja, und was Stan, denke ich, auch sehr hoch anzurechnen ist, ist, dass er von seinem ganzen Lebenswerk mal abgesehen, den ganzen Büchern und den ganzen Inputs, die er da, was er so publiziert hat, also für mich war das ein ganz wesentlicher Impulsgeber, der Mann. Also ohne den wäre ich da heute nicht, wo ich da wäre, bin jetzt, muss ich ganz klar sagen. Also in diesem Sinne nochmal danke. Schön. Ja. Du lehrst ja heute auch holotropes Atmen, leitest selber so Gruppen an. Ich leite Gruppen an. Genau. Ja. Und hast aber bei ihm selber persönlich gelernt. Was würdest du sagen, was waren so vielleicht die wichtigsten Erfahrungen, die du durch ihn lernen oder erfahren konntest? Ja, das ist, also er ist für mich so jemand, der hat mir die Tür aufgemacht und die Brücke gebaut von dem, was ich dann schon alles so theoretisch wusste und zu dem, was ich schon alles so früher erfahren habe, hin in einen Prozess von praktischer Selbsterfahrung. Mhm. Mhm. Und neben Claudio Naranjo war er auch für mich ein ganz wichtiger Impulsgeber für diese Begeisterung der Mythologie, vor allen Dingen der griechischen. Mhm. So, und Ja, spannend. Und und was ihm, glaube ich, auch ganz hoch anzurechnen ist, ist eben halt diese Begründung der transpersonalen Psychologie mit Abraham Maslow und Anthony Suchic zusammen 1958 in Menlo Park. Sie waren damals an so einem Punkt, wo sie gemerkt haben, die humanistische Therapie oder Psychologie ist gut. Also wo man alles so zuzählt von Gestalt, Systemik, Psychodrama, klientenzentrierte Gesprächsführung, Focusing und so weiter. Oder diese ganzen Körperprozesse. Das heißt, für die Gesundwerdung des Egos, ne? Das Hier- und Jetzt-Bewusstseins, genau, ist das alles sehr hilfreich. Wo Körper und ich wieder so mehr zusammenfinden. Und sie haben aber dann gemerkt, dass das, was fehlt, dass was Wesentliches fehlt. Und Maslow hat das am Ende seines Lebens, dann hat er seine Bedürfnishierarchie noch erweitert, oben den Faktor der Transzendenz. Und hat das, es gab ein ganz wichtiges Treffen zwischen ihm und Stan, wo Stan seine ganzen Forschungsberichte mitgebracht hat. Und der Abe Maslow hatte einen Herzinfarkt schon gehabt. Und Stan hat mir mal so erzählt, dass seine Frau, also die Frau von Maslow, ihn gar nicht reinlassen wollte. Sie stand so in der Tür und weil sie gedacht hat, wenn er jetzt diese Information noch kriegt, das könnte wieder problematisch werden, weil er sich so aufregt. Ja. Und das war halt sehr deckungsgleich, was mit dem, was Stan aus diesen ganzen LSD-Experimenten mitgebracht hatte und dem, was er quasi auch so theoretisch auch so ausgearbeitet hatte. Das ist ja faszinierend. Das heißt, Maslow hat das selber erfahren, dass da noch eine andere Ebene geben muss. Ja, genau. Interessant. Ja. Okay. Und und daraus ist dann eben, sollte zu ursprünglich halt diese transhumanistische, also die über das Humanistische hinausgeht, begründet werden. Und dann hat Stan diesen Begriff transpersonal reingebracht, was eben bedeutet, über die Persönlichkeit oder die Persona hinausreichend. Und also die vierte Kraft der Psychologie, könnte man sagen. Obwohl eben aber seitdem dazu geforscht wird, und in Kalifornien gibt es da ja deutlich mehr Einrichtungen, die da auch tätig sind in dem Bereich als bei uns, im Bereich Forschung jetzt, ne? Ist es aber immer noch ein Randgebiet, also muss man einfach sagen. Mhm. Und die konventionelle Mainstream-Psychologie hat diesen Bereich nie so richtig anerkannt, weil es eben, weil man eben halt diese ganzen Weisheitslehren alle mit einbezogen hat. Was ja großartig ist. Ja, natürlich. Aber wahrscheinlich muss es halt auch irgendwo erfahren werden, sonst kann man es nicht verstehen. Und deswegen verstehen es halt manche nicht. Oder? Und das ist in der, und das ist in der konventionellen Wissenschaft dann eben auch für viele schwierig. Ja.
da den Horizont so zu erweitern, dass das aushaltbar wird und dass man damit umgehen kann. Ja, ja, sieht man ja auch in den Diskussionen über Nahtoderfahrungen. Ne? So eher materialistisch eingestellte Psychologen sagen halt, das kann nur Halluzination sein, nichts anderes. Ja, genau. Während Leute, die es erleben, haben diese anderen Räume wirklich wahrgenommen. Ja. Genau. Das ist immer die spannende Geschichte, ja. Wie hoffentlich erweitert sich unsere Wissenschaft, aber es geht halt wohl nur in kleinen Schritten. Das ist ja auch ein Satz, den Pim van Lommel so geprägt hat. Er sagte, wir untersuchen die ganze Zeit die Hardware von dem Fernseher und suchen das Programm in der Hardware. Genau, genau. Und, beim Radio, man denkt, im Radio selber muss die Quelle sein. Genau. Ne? Wo soll es sonst herkommen? Genau. Wow. Du hast weiter geforscht, warst bei Grof, hast was und du hast dich auch viel mit Schamanismus irgendwann beschäftigt, habe ich gelesen. Ja. Ja, das war so eine folgerichtiger Prozess daraus. Da habe ich einfach gespürt, da habe ich eben auch schon wieder verstärkt was mit Hypnose gemacht, war dann auch in Amerika, habe da einen Trainerschein gemacht bei der NGH, beim Dr. Richard Hart, der so ein auch letztes Jahr gestorben leider, oder vorletztes schon, der so ein knallharter Behaviorist war, der noch bei Skinner promoviert hat. War für mich aber auch ganz interessant, ihn so zu erleben, weil das ziemlich konträr ist zu dem, was ich eigentlich bin. Und das habe ich häufig gemacht, dass ich mir Dinge angeguckt habe, die konträr sind zu dem. Ja, super, nur dadurch, da reibt man sich dran, und guckt, da muss irgendwo auch eine Wahrheit drin verborgen sein. Ich bin, glaube ich, auch der größte Kritiker meiner eigenen Methoden. Ja. Das halten immer viele nicht aus, die sich dann so die eine Sache gemacht haben und ich habe dann irgendwie immer wieder so die Tendenz, solche Sachen auch zu demontieren und sehr kritisch zu reflektieren und das habe ich irgendwie immer so gemacht und was eben halt so einen Prozess ausgelöst hat, dann irgendwie auch immer weiter so auf dieser Suche zu bleiben und ich glaube, etwas Wesentliches in mir ist durch diese frühe Erfahrung, diese außerkörperliche Erfahrung, die dann auch immer ständig wiederholt wurde von mir in Anführungsstrichen, wer oder was in mir. Manchmal durch dich, manchmal von dir, manchmal nicht. Ja, also ich will nicht sagen, man kann es ja auch gar nicht so. Ich will nicht sagen, ich habe das gemacht, sondern etwas in mir, würde ich eher sagen, hat das initiiert und dann ist da was durchgegangen. Und du hast ja gesagt, du warst bereit. Das war vielleicht dein Beitrag. Jein. Also wenn das dann kam, dann habe ich es dann in dem Alter, wo ich da war, nicht richtig ausgehalten. Ich bin dann wieder zurück quasi. Ja, okay, auch verständlich. Weil das, was ich da gesehen habe, war mir zu viel. Ja. Aber irgendwie hat es mich so fasziniert, dass ich trotzdem immer wieder da in die Grenze gegangen bin. Ja, ja. Und das ist sehr schamanistisch, immer wieder an die Grenze zu gehen. Mhm. Und ich würde mich also, wie du es am Anfang gesagt hast, ich würde mich nie als Schamane bezeichnen. Das finde ich so, das empfinde ich als Sakrileg, sowas, das zu tun, hier im westlichen Kulturkreis, macht für mich auch gar keinen Sinn, weil wir die Kultur dafür gar nicht haben, die das quasi trägt. Mhm. Aber vieles von dem, was ich erlebt habe, entspricht einem schamanistischen Weg oder einem schamanistischen Erfahrungsdimension. Und das hat eben sehr viel mit Dunkelheit zu tun, mit Schmerz, mit den Erdmysterien, auch mit der weiblichen Kraft, die auch in jedem Mann ist. Laut Jung. Ne? Mhm. Also wir sind ja alle beides. Ja. Und da habe ich einfach gespürt, da ist was zu holen, was bis dato, wo ich bis dato noch nicht so, wo noch nicht so dran war. Mhm. Mhm. Und das war auch so. Ja. Mhm. Und du bist ja wirklich dorthin gereist und hast, glaube ich, auch selber so einige Sachen erlebt. Ja, ja. Magst du mal ein Beispiel erzählen, eines vielleicht Rituals, wo wirklich ein Prozess passiert ist, der dann auch einfach etwas verändert hat? Also ich habe drei so initiatische Reisen gemacht. Mhm. Und vor diesen drei Reisen war für mich ganz klar jedes Mal, im Vorfeld schon, paradoxerweise, ich werfe mein Leben in die Schale. Mhm. Die erste war der Jakobsweg. Ist jetzt eigentlich nicht so gefährlich. Ja, also für mich war das aber irgendwie so, dass ich mich da diesem Weg hingebe. Ich hatte auch keine Karten und so weiter und spreche kein Französisch. Habe in Frankreich angefangen. Und ich hatte nächtelang davor, monatelang eigentlich davor, immer wieder
Träume von Schlangen, bin schweißgebadet aufgewacht und habe dann verstanden, das hat was mit Heilung zu tun. So, und diese Träume, die haben sich vor diesen anderen beiden Reisen auch auf eine ähnliche Weise aufgedrängt und wiederholt. Und das hat für mich das war für mich schon so ein Zeichen. Ja, das war schon eine ganz wichtige, essentielle Erfahrung. Und auf dem Jakobsweg hatte ich auch eine Durchbruchserfahrung, die ja eine starke mystische Erfahrung auch war. Das ist ja wahrscheinlich auch ein alter schamanistischer Ritualweg in Finisterre. Da ist ja, spricht man von einem Sonnenaltar, den die Kelten da angebetet haben. Man folgt dem Hundsstern, dem Sirius, ja, dem Sternweg, deswegen heißt er ja so. Ne? Und das Compostela hat man ja nur davor gebaut, damit die Leute ja nicht mehr in dieses keltisch verrufene Galizien pilgern. Ah, verstehe. Ja, ja. Wo das noch so, das sieht eher aus wie Irland, so, ne? Überall so Pentagramme und so. Und es sind dann halt auch Energien an diesem Platz, weil tausende lang die Menschen da immer wieder diese Rituale gegangen sind. Ja. Also Energien, die auch unterstützen, diesen Prozess zu durchleben. Das würde ich behaupten, ja. Also alleine für reine Kopffüßler, wenn man diesen Weg geht, ich denke, das macht alleine schon was mit einem, wenn man weiß, in den ganzen Kirchen wird für einen gebetet. Abends. Da wird man so mit eingebunden als Pilger. Das alleine macht schon was. Mhm. Und dann, glaube ich, das Wissen, dass Millionen auf diesem Weg mit einer ähnlichen Intention einem vorweggegangen sind und auch noch nachfolgen werden, das war bei mir damals 2004, das macht auch was. Das stellt einen in so einen Prozess rein. Ja, und im klassisch-schamanistischen Kontext habe ich eben zwei Reisen gemacht, zwei größere Reisen nach Ecuador und nach Nepal. Und auf beiden Reisen sind unglaubliche Sachen passiert, unglaubliche Synchronizitäten, die ich teilweise auch erst Jahre später verstanden habe. Zum Beispiel habe ich bei einer holotropen Atmensitzung beim Grof 2007 habe ich etwas gesehen, was in Ecuador dann 2010 passiert ist. Ja, also das so vorbereitende Bilder. Ja, für deine Seele als Zeichen oder so? Ich hatte so eine Vision, dass ich da irgendwie eine Trommel schlage als Indigener und im Urwald und von einer riesigen Anaconda, die komplett bunt war, gefressen werde. Ja, okay. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, hatte ich aber mit Ayahuasca zum Beispiel überhaupt keine Verträge. Mhm. Also das war mir nicht auf dem Radar, zumindest nicht bewusst. Mhm. Und als ich da meine ersten Erfahrungen mitgemacht habe in den Niederlanden, da ist das ja auch legal, da war für mich klar, das wirst du nie wieder machen. ja, also es war die absolute Hölle. Ja. Also wenn man von Horrortrip sprechen kann, war meine erste Session definitiv sowas. Und mir war eigentlich ziemlich klar, ich werde die Nacht nicht überleben. So, mal wieder sowas in der Richtung. Und da war dann so ein niederländischer Ayahuasquero, der hat mich dann da irgendwie durchgebracht, weil dieser Rapport mit dem Schaman war ganz schwierig so, hatte ich das Gefühl. Und in der Nacht zumindest. Und ich weiß nicht, 6 Wochen später oder so kam auf einmal wieder eine Einladung. Diesmal nicht in Amsterdam in irgendeinem Keller, sondern in so einem Tipi außerhalb. Und irgendwas von mir hat dann da unterzeichnet, das Geld überwiesen und ich bin da wieder hin. Ich weiß nicht, was wollte einfach sein, sollte sein. Und ich finde es auch gut, dass du bewusst da auch warnst, ne? Wird ja heute zu viel angeboten, Ayahuasca und tolle Trips und so, aber hey, das Setting muss stimmen, wie du gesagt hast, muss ein wirklich guter Führer da sein und man sollte es auch nur machen, wenn ein tiefer innerer Ruf der Seele da ist. Nicht so, oh, ich probiere das mal aus. Ne? Ja, ist ja sehr hip und es gibt einfach viele Leute, die da auch Schiffbruch miterlitten haben. Und da habe ich die komplett gegenteilige Erfahrung gemacht. Um mich herum war die Hölle und ich war in totalem Frieden mit Mutter Erde. Was bedeutet Hölle? Die anderen Leute waren alle natürlich alle am Kotzen und am defekieren und was doch natürliche Prozesse sind, wenn man das einnimmt, habe ich gehört. Ich habe es muss nicht unbedingt sein, aber ist oft so. Und am Schreien, am Weinen, am Kreischen, also wirklich, da ging es schon ziemlich zur Sache. Und bei mir war das eben komplett anders. Mhm. Und dann hat er hinterher eine Einladung ausgesprochen für ein bestimmtes Initiationsritual, was die da machen,
was sie zum ersten Mal geöffnet haben für Nicht-Stammesmitglieder. Also das waren die Shua, die Kopfjäger quasi, die ehemaligen. Ja, und ich hatte kein Geld und keine Zeit. Und auf einmal haben alle Leute für den Kurs, den ich da schon laufen hatte, abgesagt. Und auf einmal kriegte ich von meinem Lehrauftrag von der Fachhochschule noch Geld überwiesen, wo ich gar nicht auf dem Radar hatte, dass ich das noch zu kriegen habe. Ja, okay, wenn was sein sollte. Und da war mir dann auch klar, okay, das muss jetzt da so muss sein. Jetzt durch, ja, ja. Gesagt, getan, alles gebucht, ja, dann bin ich da hingeflogen. Mhm. Und zu denen dann hin, dadurch ganz Ecuador durch, ja, da am Rande des Amazonas, oder in diesem Amazonasgebiet, Ausläufer sind das dann. Und das war dann einfach so ein Prozess, der so aufgebaut worden ist mit nächtlichen Ayahuasca-Zeremonien. Das addiert sich dann auf mit der Zeit. Das war auch eine bestimmte Art von Tee, der dann also sehr dünnflüssig war, also teilweise sehr konsistent, so wie das hier ist, aber teilweise auch sehr dünnflüssig. Und dann sollten wir da irgendwie jeder am Tag, am Abend 40 Liter von saufen. 40 Liter? Ja, da waren so Kessel, ja. Und ja. Die sollten dann weg sein. Ja. Und das geht ja sofort durch, ne? Mhm. Total Purification. und da hatte ich, das war auch mit sehr extremen körperlichen Belastungen, für mich zumindest, erstmal das Höhenklima, dünne Luft, diese Hitze. Dann haben wir die Ayahuasca aus dem Urwald geholt, dann gehackt mit der Machete und dann in Säcke gepackt und dann haben wir die geschleppt, Kilometer lang mit so 40 Kilo Säcken. Ich hatte mich noch gefragt, wer soll eigentlich die Säcke zurückschleppen? Ja, so. Genau, eine ziemliche Plackerei. Und dann eben nachts auch viel so Schlafentzug, weil immer wieder getrommelt wurde. Und viele Moskitostiche, Hunderte, also ziemliche Quälerei auch. Aber immer war so in dir die Stimme, das ist okay, ja, das ja, genau. Soll sein. Genau, und dann gab es aber da eine ganz entscheidende Session. Da hatte ich dann, das war auch eine ziemlich harte Nacht, und da lag ich da irgendwie nackt im Schlamm irgendwo, und da stand so ein Pol von so einer Wäscheleine, und das war irgendwie für mich der Weltenbaum in dieser Nacht. Mhm. Ja, so ganz evident war das. Ne? Am nächsten Morgen war ich etwas enttäuscht. Ja. Aber da habe ich auf einmal meine Großmutter, die noch lebte zu der Zeit, am Fluss gesehen. Und sie sagte, jetzt reicht's, du kommst jetzt nach Hause. So, und es wird was Schlimmes passieren. Und das habe ich auch gespürt, bis in die letzte Zelle. Und dann bin ich am nächsten Tag zum ältesten Schamanen im Dorf. Und es war, das muss ich dazu sagen, war so ein ganz spezielles Datum. Das war so eine Vorbereitung auf den 21.12.2012. Ah, ja. Das korrelierte astromäßig. Für viele Menschen ein sehr, sehr wichtiges Datum. Allein, weil viele Menschen an dieses Datum gedacht haben. Genau. Aber vielleicht auch wirklich aufgrund der Konstellation. Genau, es war Juli davor das Jahr, und da gab es eine Verbindung. Ja. Und es passierte rundherum alles Mögliche. Die Leute im Dorf waren alle irgendwie krank. Wir haben den ständig behandelt nachts da. Und dann ist sogar ein junger, relativ guter Schamane gestorben. Also nicht bei uns direkt im Ort, aber im Nachbarort. Also es passierten so einige Dinge. Und sie sagten, sie würden angegriffen von schwarzen Schamanen. Und das ist ja da in Südamerika eine gängige Dienstleistung. Mhm. Und das kam so alles so eins aufs andere. Ja, und dann habe ich mit dem ältesten Schamanen dann gesprochen, mit dem Don Luis. Und er guckte dann so und sagte, ja, du warst bei den heiligen Wasserfällen, da musst du mal gegen den Wasserfall anschwimmen und so. Und du hast den Namen und ja, du kannst gehen. Wir machen den Laden zu, und dann haben die halt so ein Closing gemacht, und dann bin ich da weg. Mhm. Also so kurz vor Schluss quasi. Und das hat mir schon sehr viel abgenommen, weil ich war jetzt dann alleine da unterwegs und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist auch so ein Privileg gewesen, da hinzukommen, und das dann abzubrechen, das war schon ziemlich ein Schritt. Mhm. So, ne? Mhm. Und da bin ich in so eine kleine Stadt gekommen und wollte dort mit Schulkindern noch eine Fassade bemalen. Ich habe früher Graffiti- und Kunstprojekte gemacht, viel. Mhm. Hatte meine letzten Dollars, die habe ich da in Farben, wollte ich die investieren, und habe mit der Schulleitung noch gesprochen, und das war so alles schon eingetütet, das wollte ich da in Banyos machen. Und dann bin ich auf einmal wie vom Blitz getroffen worden, und ich war von einem Schlag auf den anderen total krank. Ja.
Und es war so schlimm, also das ging richtig mit mir bergab. Also ich war nur noch auf dem WC. Und es war so schlimm, dass ich den ADAC angeskypt habe, ob die mich ausfliegen. Und die haben mir dann gesagt, so wie sie aussehen, fliegen wir sie nicht aus. Sie müssen in die Klinik. Super. Ja. Ja, und Ecuador ist ja bekannt für Organhandel, neben China, ne, weltweit sind die ja ganz oben. Da wusste ich, wenn ich hier in die Klinik gehe, dann es ging immer schlechter und schlechter. Und ich habe das dann selber machen müssen. Ich hatte keine Möglichkeit irgendwie. Mhm. Und ich war dann einmal noch irgendwie bei einem Arzt, der in so einer Garage arbeitete, in so einer Autogarage quasi, hatte der seine Praxis. Und der hat sich dann nur für meine Erfahrungen im Dschungel interessiert und eigentlich nicht für das, was ich habe. Ja. Das war auch sehr paradox. Ja. Und ja, und dann bin ich zurück zum Flughafen gekommen. Auf dem Weg dorthin treffe ich einen, als es mir wieder besser ging nachher, treffe ich einen von der Gruppe und er sagt mir, weißt du, was passiert ist? Der Glenn ist tot. Und das war einer aus unserer Gruppe. Mhm. Und das war für mich ein ziemlicher Schock, weil das war so die Person, mit der ich am engsten verbunden war. Und ja, ich bin dann nach Hause geflogen zu meiner Großmutter, mit der ich immer eine enge Verbindung hatte, auch so eine übersinnliche Verbindung, würde ich sagen. Und sie hat mich witzigerweise im Traum gesehen, wie ich zerstochen durch die Tür geguckt habe und ihr gesagt habe, ich komme nach Hause. Ja. Irre, ne? Glaublich. Völlig irre. Und in der ersten Nacht hatte ich dann einen Traum. Und der Traum war, wenn ich nicht den Mut gehabt hätte zu gehen, dann wäre ich dort auch geblieben oder stattdessen wie auch immer. Und jetzt kommt der Clou, der Name, den sie mir gegeben haben, heißt übersetzt, der mutige Mann, den niemand umbringen kann. Und als ich den Namen bekam, dachte ich, was ist das für ein blöder Name? Ja, was soll ich damit? Ja? Unglaublich, ja. Ja, also das, so, und dann sag mir bitte jemand, es gäbe keine Synchronizität. Ja. Und ich erlebe das mit Menschen in der Arbeit andauernd. Ganz kurz noch zu dieser Geschichte. Ja. Hast du da nach einem Sinn gesucht oder hast du dann irgendwo eine überstehende Ordnung erkannt, warum das geschehen musste? Oder ist es eigentlich auch für dich ein Rätsel, warum da Menschen gestorben sind, warum das so in die Schräglage kam? Haben die es übertrieben mit Ayahuasca? Ja, der hat es übertrieben. Anscheinend, das war immer so ein bisschen ungeklärt, anscheinend noch andere Sachen sich eingefahren am Schluss. Ja. Und das war in der Mischung nicht gut. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man da zwei Wochen lang so ein Zeug getrunken hat, auch mit Datura, Engelstrompete und solchen Sachen in Kombi und alles Mögliche. Also alles reingepfiffen. Das war schon Teil des Rituals mit Datura auch. Ja. Das war auch ganz interessant. Da hat man dann wirklich die Natur und alles ganz klar gesehen. Und dazwischen lag so ein anderer Layer, ne? Also so eine Schicht. Mhm. Und da waren so diese Verbindungslinien zwischen den Pflanzen, den Menschen. Ja. Und das war nicht verzerrt, wie bei LSD oder sowas, sondern es war klar. Und diese Verbindungsschicht war klar. Und ja, so arbeiten die dann ja auch, dass die ganz klar dann scannen können und sagen können, aha, da hängt was. Mhm. Okay, da müssen wir was extrahieren oder was hinzugeben. Mhm. So, ja. Boah, ja. Spannende Geschichte. Ja, und der Glenn hat zum Beispiel zu mir gesagt gehabt, vielleicht bleibe ich ja hier. Ja. Vorher schon. Hm. Das war ganz komisch. Da hatte ich schon ganz komisch so ein Gänsehaut-Feeling, als er das gesagt hat. Ja. Und der war topfit. Yoga-Lehrer, Farmer. Also, körperlich war ich wahrscheinlich der Schwächste in der Gruppe. Der Nächste hat irgendwie mit der Hand seit 2 Jahren Fische und Wildtiere in Norwegen gejagt und lebte da von handerlegtem Viech. Also, es waren zig Leute da, die so von der Konstitution her ganz anders drauf waren. Ja. Der Mann, den keiner umbringt. Komisch, kann. Ne? Ja. Unglaublich, ja. Ja. Ja, also du hast echt viel Unglaubliches erlebt. Das war jetzt nur ein Teil davon. Wie war das für dich? Also zunächst einmal hast du dich wahrscheinlich immer gefragt, warum passiert mir das alles, was ist da los? Mhm. Ist dann irgendwann auch schon in dir der Ruf entstanden, ja, das könnte auch Berufung sein und irgendwann könnte ich damit auch anderen Menschen helfen. Wann kam das, dieser Gedanke? Wie ist das? Das kam eigentlich im Studium, als meine Professorin sagte, wenn einer hier, also ich hab ja Sozialwissenschaften mit Sozialpädagogik, Schwerpunkt, Kommunikation und so studiert. Es sind seitenlang, was du studiert und gelernt hast, unglaublich. Ja. Und dann habe ich nebenbei einen Profilstudiengang gemacht, der zum ersten Mal angeboten wurde in Theater und Drama. Also wurde da Dramatherapie, Theaterpädagogik, solche Dinge waren was da so zusammen. Was wieder super zur Mythenforschung passt. Ne? Genau, da das hat mir auch da den,
so den Weg. Da haben wir ganz viel auch so rituelle Sachen gemacht mit Masken und alles Mögliche. Mhm. So in Angedenken an Brook, Bukowski und so weiter. Ja. Und sie sagt, wenn einer hier Therapeut werden sollte, dann du. Das hat die mir so, vom Kopf gesagt. Und das war auch für mich, glaube ich, so eine Initialzündung. Und dann habe ich damals während des Studiums eigentlich schon angefangen, therapeutische Ausbildung zu machen auch. Und da war auch für mich ganz klar, ich habe damals entschieden, ich werde nicht den konventionellen Weg gehen, sprich auf Kasse. Das wäre ja möglich gewesen. Das wollte ich nicht. Und ich habe eben dann Gestaltausbildung gemacht, Gestalttherapie und alle möglichen humanistischen Sachen, wo für mich immer klar war, dass das ist keine Kassenleistung. Also viele nicht anerkannte Wege, aber... Genau. Ja, in Deutschland sind ja eigentlich nur grob zwei anerkannt. Die systemische mittlerweile, glaube ich, so zur Hälfte oder irgendwie so. Oder vielleicht sogar ganz. Ich weiß gerade nicht genau, bin ich nicht auf dem Stand gerade, weil ich jetzt ja auch schon 7 Jahre weg bin aus Deutschland. Und Freud, ne? So diese normale Psychoanalyse und VT. Ja, ne? Genau. Und ich kenne auch viele VTler, die sagen das auch, wenn sie mit VT nicht mehr weiterkommen, dann greifen sie, kommen sie zu dir. Greifen sie in die humanistische Ecke. Ja. Ja. Manche sagen aber auch so verschmitzt, ja, aber eigentlich bin ich darin ja gar nicht gut ausgebildet. Das ist dann eine Kassenleistung. Also zu dir kommen dann vermutlich dann auch viele Leute, die es erstmal mit diesen normalen Therapien probiert haben? Ja, Menschen, die einfach andere Erfahrungen machen wollen. Oder so, ja. Um das offener zu formulieren. Ja, genau. Ja, das kann ja verschiedene Motivationen sein. Also bei mir läuft das vor allen Dingen unter Persönlichkeitsentwicklung und nicht stigmatisierend, unter dem Deckmantel Selbstermächtigung oder Self-Empowerment. Genau, ja. Und es ist eben freies Angebot und kein klinisches und keine Psychotherapie in dem Sinne. Mhm. Ja. Genau. Was ja auch gut ist, weil es lässt den Menschen frei, es ist eine freie Begleitung. Genau. Und wahrscheinlich versprichst du auch nicht, dass der Mensch geheilt wird oder sowas? Nee, überhaupt nicht, nein. Nein. Und du bist aber sicherlich auch weiterhin Forscher. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du im Moment wieder 3 Ausbildungen selbst anfängst. Ja, nee, ich bin dabei, mittendrin. Bist schon mittendrin, Die eine ist schon halb durch jetzt. Ja. Und hast du eine Ahnung, wo es hingeht? Wirst du dann irgendwann selbst noch mehr ein Therapeut sein, ein Wissensvermittler, bist du eh schon. Ja, ja. Es ist ja eh schon also, alles ineinander. Ich habe ja viele Jahre an Hochschulen auch unterrichtet. Ja, richtig. Und habe für viele andere Institute auch gearbeitet, habe immer auch Kurse am Benediktushof gegeben zum Beispiel oder beim IHK und an anderen Institutionen. Und das ist ja schon immer Teil meines Lebens gewesen. Ja. So, und dieses Jahr hat das ja, oder letztes Jahr eigentlich auch schon mit der Einzelarbeit so zugenommen, dass ich im nächsten Jahr ein bisschen mit den Kursen runtergefahren bin, weil ich einfach in der Praxis so viel zu tun habe. Ich arbeite an einem speziellen Intensivkonzept, wo die Leute eben in die Tiefe geführt werden. Das ist 1:1. Und dann arbeite ich mit Leuten 3, 4, 5, 6 Tage am Stück. So. Und nicht so das klassische Setting, mal eine Stunde und nochmal eine Stunde, sondern das ist eher on point. Das ist so ein bisschen wie bei so einer Pilgerschaft. Ne, macht man sich auf den Weg. Ich habe auch viele, die dann von weiter weg aus dem Ausland kommen. Ja. Und ich empfehle dann auch mal, die Handys auszulassen oder zu Hause zu lassen oder wie auch immer. Und man macht sich so auf den Weg und geht dann in so eine, wie Klausur hätte ich beinahe gesagt, ist dann in diesem Umfeld und ist auch ein sehr schönes Umfeld, finde ich, da unten am Bodensee in der Schweiz. Und und hatte einfach wirklich Zeit, in diese Tiefe auch reinzugehen oder da durchzugehen. Mhm. Ja. Naja, und man kann ja nie wissen, wie lange ein Prozess dauert oder wie lange Themen sich hinziehen. Das und stimmt. Aber wenn ein Prozess auf eine gewisse Weise erstmal strukturiert ist, wenn man 5 Tage oder 4 Tage kommt, dann hat das Unterbewusstsein schon okay, das muss jetzt so. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, wahrscheinlich ist ja auch so, ich kenne das auch, wenn ich weiß, ich gehe jetzt wieder auf eine tiefere Reise, dann beginnen Tage vorher schon Energien und Themen in mir hochzukommen, als würde sich alles schon darauf vorbereiten. Ist so. Das ist schon faszinierend. Ja, das ist, wirklich die Frage, weil ist es geführt? Müssen wir nur sagen, liebes Leben zeigt mir, wo es hingeht und ich muss nur noch folgen? Oder bin ich es gar nicht mehr mit meinem Willen, der sagt, ich muss da jetzt durch? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Kann man gar nicht so einfach beantworten, wahrscheinlich. Wenn man Singer fragen würde, würde wahrscheinlich sagen, nein, es ist nicht unser Wille. Ja, genau. Rogers hat ja mal eine Studie gemacht und da kam dann für viele Therapeuten eine sehr narzisstische Kränkung raus, dass der größte Erfolg passiert zwischen dem Anruf und dem Entschluss, ich mache jetzt da was, bis zum ersten Termin.
Ja. Okay, das ist ja lustig. Und wenn man sich als Therapeut dann wieder retten will, emotional, dann kann man sagen, okay, das ist die magische Fernwirkung von Therapeuten. Ja, genau. ja, fasziniert. Ja. Ja, aber es wirkt nach so viel, aber gleichzeitig macht es dir halt wahrscheinlich, ähnlich wie mir ja auch, ich bin mit tausend Themen beschäftigt, es macht einfach Freude, es ist alles ein Flow. Genau. Ja. Also das ist vielleicht noch wichtig, ich glaube, das hat diese Erfahrung auch ausgelöst. Das ist eigentlich die Suche gewesen nach dieser Essenz. Ja. Und es hat... Also deiner eigenen Essenz oder der Essenz des Lebens? Ja. Oder? Ja, eher die Essenz des Seins an sich. Ja. Und diese ganzen, auch diese Erfahrungen mit den Menschen, die gestorben sind und so weiter, all diese Dinge, das sind, ich glaube, ich habe sehr viele Krisen erlebt auf unterschiedlichsten Ebenen, beziehungstechnisch, gesundheitlich, auch finanziell. Ich habe eine ziemlich harte Krise gehabt 2004, 2005 und danach habe ich ja dann die Praxis aufgebaut, aus dem Nichts quasi, ne? Und hatte vorher, beide Jobs sind wegrationalisiert worden, dann hatte ich eine OP an der Nasenscheidewand, die versemmelt worden ist, wo man mir gesagt hat, ihre Nase wird zusammenfallen, wir haben das versaut. Gott. Also verschiedenste Sachen, schwierige Trennung damals auch. Also ganz viele Dinge, die so zusammengekommen sind, die Wohnung noch gekündigt wurde. Also alles so zusammen, ja, in einer Woche, wo ich einfach gemerkt habe, also da geht nicht mehr viel, dann ist ne? Und das habe ich ein paar Mal selber auch am eigenen Leib erlebt. Und das hat mich, glaube ich, auch stark geprägt, dass ich da durchgegangen bin. Und immer das Gefühl hatte, es gibt noch so, so eine kosmische Nabelschnur. So, und wird es jetzt schon ruhiger so in den Jahren, in den letzten Jahren? Ja, schon. Gut. Ja, kann man schon sagen. Ja, weil es ist, ist ja auch schwer auszuhalten, wenn es immer so weiterging. Nee, das stimmt. Ja. 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 Das heißt aber, wenn Leute mit richtig schweren Problemen zu dir kommen, ich habe gelesen, du bereits Sexualstraftäter, Leute, die mit Drogen Probleme haben und so. Ja, das war eher früher. Ach so, war es früher. Das war vorher in meinen Projekten und in den angestellten Sachen, die ich so gemacht habe. Da habe ich mit unterschiedlichstem Klientel gearbeitet, auch in der Forensik ein Projekt gemacht und andere Dinge. Aber ich meine damit, jetzt, Menschen in schwierigen Prozessen zu begleiten, ist für dich gar kein Thema, sondern machst es sogar gerne. Es ist, Das ist natürlich dann auch durchaus herausfordernd hier und da. Ja, ja. Aber ich habe dann sehr, sehr großes Urvertrauen und eine tiefe Anbindung an diese Kraft im Hintergrund. Mhm. Und das macht es für mich, glaube ich, möglich, die Menschen durch diese Dinge durchzubringen. Mhm. Ja, weil ich habe auch oft Menschen, die waren woanders, haben was angefangen und da wurde das nicht, konnte nicht gehalten werden. Ja. Dann wurde der Deckel zugemacht und dann da raus jetzt, tschüss. Und dann standen die damit. Das höre ich oft. Also es gibt ja manche auch sehr bekannte Bewusstseinsarbeiter, die den Menschen wunderbar helfen, aber dann kommen sie selber nicht mehr weiter und können sich das oft gar nicht eingestehen. Und hat mit viel Verantwortung zu tun, diese Arbeit. Beziehungsweise sind zum Beispiel so Sachen jetzt auch gerade mit dem Atmen, das ist momentan ja sehr en vogue. Ne? Ja. Und da wird dann häufig auch gesagt, das ist jetzt so wie holotropes Atmen und dann wird das so auch teilweise vermarktet, obwohl das gar nicht so sein dürfte. Mhm. Und das sind Leute, die zum Teil gar nicht ausgebildet sind. Da habe ich jetzt mehrfach Klientel gehabt, die dort richtig Schiffbruch erlitten haben, wo keine Integrationsarbeit gemacht wurde. Wo die Leute während des Prozesses angeschrien wurden, sie sollen aufhören, so rumzuschreien oder zu weinen oder sonst was. Und das, da passiert auch wirklich sehr viel Ungünstiges in diesem ganzen Bereich. Also teilweise gibt es da so Atemfortbildungen, die gehen nur 3 Wochenenden. Und dann machen Leute das. Ja. Also gehört viel Verantwortung dazu. Finde ich auch nochmal wichtig. Dass genauso wie Rückführung. Ich habe einen Film über Wiedergeburt gemacht mit zwei ganz tollen Rückführungstherapeutinnen. Aber da gibt es ja auch manche, die so ein Wochenende gelernt haben. Oder noch schlimmer, da gibt es dann Bücher mit einer CD. Kannst du zu Hause eine Rückführung machen. Kommst in Bereiche rein und kommst nicht mehr raus. Also das ist, muss man vorsichtig sein. Hatte ich auch gerade wieder eine Anfrage. Ja, wunderbar. Vielleicht am Ende noch eine hochspirituelle Frage. Glaubst du an Wiedergeburt? Würdest du sagen, falls ja, dass du früher schon mal ein Schamane warst in früheren Leben? Möchte ich offen lassen. Ah, okay. Auch eine gute Antwort. Alles klar. Ja, also ich habe es mir abgewöhnt. Natürlich habe ich auch Konzepte und ich habe Ideen und Fantasien. Aber ich glaube, ich möchte mir persönlich viele Dinge offen lassen.
Und wenn ich bestimmte Dinge so festnagel, habe ich das Gefühl, dass die Offenheit weg. Mhm. Ja. Das ist eine spannende Antwort. Und es zeigt ja nur, dass du bei deiner Wahrheit bleibst. Ja. Nicht so irgendwelche Konzepte, ja, warum nicht? Ja. Schön. Ja. Sehr spannend, Jörg. Ja, ganz faszinierend. Die erste Stunde verging wie im Nu. Ich freue mich sehr über ein zweites Gespräch, was wir noch machen werden. Ja, schön. Vielen Dank. Danke dir. Ja. Ja, die Reise des Lebens, abgefahren, oder? Jeder Mensch hat seine ureigene Reise. Deine Reise ist eine ganz andere wie die deines Nachbarn. Ist das nicht spannend? Alles Gute.